So, weiter geht's heute mit Need for Speed. So, ich probiere mal nächstes Mal noch mal anders, aber wenn wir irgendwas offen haben, was so für uns gerade relevant ist. Schauen wir gerade nicht, das ist gerade ziemlich ärgerlich. Befürchte ich gerade, dass wir nämlich nichts weiter offen haben. Kann ich die nicht irgendwie filtern? Nee, ne? Nee, kann ich nicht, scheinbar. Ich befürchte, dass wir gerade nur das eine Rennen offen haben noch. Mal theoretisch ist es, klingt es relativ einfach, es ist nur dann irgendwann relativ lästig, wenn sie dann einem die ganze Zeit, wenn sie dann einem 500 Meter vor das Ziel in die Karre knallen. Und das ist halt genau das, ist halt in der letzten Folge passiert, was mich dann ein bisschen geärgert hat. Ja, dann müssen wir das halt machen. Ich glaube, so allzu viele Rennen haben wir eh nicht mehr offen, ne? Also so mega viel sind wir aber gar nicht mehr so zu tun. Hier in Need for Speed Hot Pursuit. Also mal durch mit dem Spiel. Und es fliegt dann auch der Slot raus. Dann mache ich Grid zu Ende und dann sind wir dann irgendwann bald mit der Sette Corsa drin. Aber jetzt erstmal volle Konzentration auf dieses Rennen hier. Zwei Versuche sehen wir uns auf jeden Fall heute an. Ich hoffe, dass wir es durchkriegen. Sonst muss ich offscreen weitermachen. Verstanden. Ich will weiter hinfahren, damit wir die Level feiern. So, okay, auf geht's. Oh, das hat aber gut erledigt. Ich brauche einen anderen Wagen. Einheit ausgefallen. Ah, fuck. Abgeworfenes Nagelwack in eurem Bereich. Den hab ich leider. Seid vorsichtig. Ja, langsam geht's mir. Dabei. Ich wollte gerade sagen, langsam mehr auf der Mitte bieten. Nein, Nagelband hat voll getroffen. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Straßensperren anhalten am Ort. Meldet, wo ihr sie braucht. Ich dachte, das wäre ein besserer Koppel. Ich brauche einen Abschleppwagen. Doch, den hat es auf jeden Fall zerlegt, den Typen. Wir haben Einheiten verloren. Schickt den Rettungsdienst. Ach du Arsch. Abschleppwagen momentan nicht verfügbar. Bitte warten. Scheiße. Ich dachte, ich treffe die Lücke da noch. Ich habe die Lücke gesehen. Ich wollte da genau da durch, aber irgendwie bin ich da ein bisschen weit rechts gesetzt. So, den nehmen wir mal mit. EMP einsatzbereit. EMP Zielerfassung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. EMP hat Ziel verfehlt. Nagelwand einsatzbereit. Bestätige einsatzbereit Nagelwand an eurer Position. Dass du so eine Deaktion probierst. So, hab ich wieder lange dran. Scheiße. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Verdächtiger ist auf der Zentrale, bitten um Genehmigung für alle. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden an. Ich hab noch nicht mal was gemacht. Ich bin hier. Ich fahre hier mein Ding. Nagelwand einsatzbereit. Nagelwand hat sich hier nicht verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Verdächtig.
Flugzeuger fährt äußerst aggressiv. So, der hat natürlich. Ja, das ist das Problem, wenn der Typ mir genau für die Nase crasht. Verfolgung eines Bugatti. Alle Einheiten, Straßensperre wurde durchbrochen. Verdächtiger Fahrer auf der Flucht. Verdächtiger reagiert nicht. Oh ja, den hat aber gut erwischt, den, ja. Im Arsch. Ja, scheiße, den hab ich gekriegt. Oh ne, Kopf zerstört, okay. Den war auch im Winter. Immer weniger. So, 4 Kilometer noch. Ich kann momentan noch keine Links einsetzen. Straßensperren in 10:50, alle vorrücken. Ich habe leider keine Möglichkeit, noch was zu machen gerade. So, wir haben noch 2,8 Kilometer und ich kann Turbo mal ziehen. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Turbo-Boost-System einsatzbereit. Alle Einheiten, wir müssen ein Energieanschieb beim Verdächtigen sein. Gott sei Dank, geschafft. Wieder auf Gold. Breaking Point, abgearbeitet. Das war auch die richtige Entscheidung, auf dem langen geraden Stück den Turbo nochmal nachzuziehen. So haben wir das Thema gegessen. Ich hoffe, wir sind jetzt auch vom Rang hier nochmal da. Wir sind nämlich gesucht da jetzt. Ich glaube, da kam nämlich die Trophäe schon rein. 1,13 Millionen brauchen wir. Und die kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch zusammen. Aber so gerade. Wir werden eh nicht bis Rang 20 hochkommen. Dazu fehlen uns die Rennen. Aber einige auf Silber und Bronze waren. So, wir sind gesucht da auf jeden Fall. Fahren wir Stufe 14 mittlerweile. Lamborghini Murcielago LP 650-4. Ein Roadster, den wir neu freigeschaltet haben. Und neues Auto. Weiteres neues Auto. Nochmal Lamborghini. Und zwar Diablo SV. Exoten-Serie. SL, Entschuldigung. SL oder SV? Das ist schwierig zu lesen. Gut. One step ahead. Wir haben hier größtenteils auch alles bis auf das eine Ding auf Gold. Sehe ich gerade so ein bisschen. Ich glaube, wir haben eh nicht mehr allzu viel. Ein Rennen haben wir auf jeden Fall noch frei heute. Ich denke mal, das können wir sogar so. Dann machen wir sogar fast. Hier ist noch ein Duell. Pass auf, dann machen wir das. Dann machen wir das Duell erst. Naja, wir haben keine Autos in dem Fall. Wir nehmen nur den Agera. Oder wir haben nur den Agera frei. Dann starten wir mal rein ins Rennen. So, einmal da 15.000 oder 10.000. Mein Ziel ist es natürlich, das Ding auf Gold zu machen. Das war halbwegs erfolgreich, die sind, außer jetzt in der letzten Folge. Aber schauen wir mal. So, letzte Rennen für heute. Also, wahrscheinlich letzte Rennen. Bist du gleich ins Rutschen gekommen? Ah, der ist ja so heiß da drauf, die Abkürzung zu nehmen. So, insgesamt sind es... ...10,7 Kilometer auf der Uhr. Wir haben keine Verfolgungstechnologie, wir haben dementsprechend auch keine Cops.
der zieht mir natürlich jetzt weg. Ich fürchte, dass wir das Ding auch doch nur auf Silber kriegen. Wenn er nicht noch... Ah. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur kurz gewartet, weil ich war eigentlich schon dran vorbei an dem. Komm, wir probieren mal nochmal. Das Rennen ist so kurz, das versuchen wir einmal nochmal. Ah, schade, dass es geklappt hat. Das hat so ein Stück gefehlt. Das hat nicht echt viel gefehlt. Echt, ganz wenig gefehlt. Schade, den hätte ich mir noch gerne so mitgenommen, den Typen. So schwer ist er nämlich eigentlich nicht. Ich habe den auch noch fast abgesnickt. Ich dachte, mit dem Turbo kann ich den nochmal ziehen. Boah, fahren wir noch nicht genau vor die Karre, du Idiot. Diesmal haben wir es. Ich weiß gar nicht, ob wir diesmal schneller waren. Nein, 5 Sekunden langsamer sogar. Aber egal, wir haben es. Diesmal haben wir es auf 1 gepackt. Jo, dann sind wir durch. Nehmen wir doch die Belohnung gerne mit. Neues Auto. Und zwar Bugatti Veyron 16-4 aus der Hyper-Serie. Und dann sind wir für heute durch. So viel haben wir nämlich nicht mehr. Hier ist noch ein Zeitfahren. 1, 2, 3, wenn ich es richtig sehe. 4. Hier unten ist noch ein fünftes Rennen. 6, 7, 8. Ja, das sind noch 8 Rennen. 9, naja.
Gut, die Zeitfahren kann man, die kann man auch relativ schnell hintereinander kriegen. Aber es ist ja meines Wissens noch ein neues Rennen. Das heißt, wir kriegen es wahrscheinlich sogar in der nächsten Aufnahmesession durch. Gut, dann würde ich sagen, am Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's wahrscheinlich Richtung Finale. Das Let's Plays. Bis dahin und tschüss.